Ja Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Wir sind wieder richtig froh, dass wir zusammengefunden haben. Wir spielen heute Mary Kill mit einem Instagram-Model, Leute. Das ist eine junge Dame, die hat mich auf Instagram angeschrieben und wollte unbedingt Kontakt mit mir haben. Jetzt bist du hier? Ja. Und, bist du froh, dass du hier bist? Ja. Arschgeil. Okay, das fängt ja schon mal gut an. Wir spielen eine Runde Mug Fairy Kill. Kennst du das? Mug Fairy Kill? Mug Fairy Kill. Mug Fairy Kill. Also, du hast drei Möglichkeiten, ja? Wir müssen alle drei sagen, begründeterweise bei diesen 7 Bildern, also bei diesen 7x3 Bildern, wie viel sind es dann insgesamt? 21, du warst zu langsam, perfekt. Muss man natürlich jetzt sagen, wen man davon töten, sixen und heiraten. Ich muss gerade kurz übersetzungsmäßig nachdenken. Würde. Ja. Okay? Das sind meistens alles YouTuber. Mhm. Ich glaube, es sind nur YouTuber. Weil das, also du. Ja, du kennst sie meist wahrscheinlich davon gar nicht. Vielleicht schauen schon. Wir mal. Ja, schauen wir mal. Wollen wir einfach anfangen? Ja. Hast du sowas schon mal gespielt? Mhm. Ja? Ja. So privat? Nein. Okay, macht man auch eigentlich nicht, ne? Nee. Ich kenne wirklich niemanden, der sowas privat spielen würde. Absolut dumm. Okay, lass uns einfach anfangen mit Nummer 1, meine Freunde. Immer 2 Frauen und ein Mann. Ah, okay. Ja? Also den lieben Justin, die liebe Bibi und Katja Krasavic. So, jetzt musst du sagen, wen du davon töten, heiraten und würdest. Wen würdest du töten? Katja? Katja, würdest du was? Katja würde ich flachlegen. Flachlegen, ja. Flanken, genau. Wegschallern, also wegschallern, reinballern. So richtig. Weghämmern. Ja, ja. So, ja. Mhm. Justin würde ich heiraten und Bibi würde ich umbringen. Krass, warum würdest du Bibi töten? Ich finde sie jetzt nicht sehr anziehend. Okay. Und sie ist ja sehr reich. Juck mich nicht. Okay. Ich bin ehrlich, ich glaube, ich würde Katja, also ich habe ja mit Katja schon mal geheiratet gehabt. Das hat sich jetzt wieder aufgelöst. Das war ein bisschen schwierig auch. Boah, das ist echt schwierig. Also, ich glaube, ich würde Bibi. Ich weiß nicht. Also, das Ding ist, ich überlege gerade, wer von den beiden mehr Geld hat. Ich glaube, Bibi ist auf jeden Fall reicher. Ich glaube, ich würde Bibi heiraten, weil die hat. Dann würde ich. Also, ich würde echt auch gerne mit Justin schlafen, muss ich an der Stelle sagen. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich will dann doch Katja und muss Justin leider umbringen. Ich habe auch überlegt, ob ich Justin heirate. Aber das Ding ist, guck mal, Bibi ist halt A, eine Frau und B, hat sie halt einfach mehr Geld. Weißt du, was ich meine? Ah, ja, klar. Das ist das Allerwichtigste. Geld? Ja. Ja. Nein. Doch. Perfekt. Haben wir die erste Runde super gespielt. Arschgeile Nummer. Machen wir direkt weiter mit Nummer 2, meine Freunde. Das ist die liebe Malwanne. Dann haben wir Kelly und Tanzverbot. Also die zwei kenne ich gar nicht. Wen? Also die Mädels kenne ich überhaupt nicht. Okay. Aber sie ist hübsch. Kelly ist hübsch und Tschechin. Ja. Die ist so wie du. Ausländer. Die hat aber deutschen Pass. Okay, ja. Ich nehme sie. Ich werde Kelly heiraten. Ja, ja, ja. Mit ihr würde ich schlafen, ja. Und Tanzverbot würde ich halt umbringen. Ich glaube, bei dir ist genau das gleiche, oder? Safe. Weil safe. Kelly ist wirklich eine sehr, sehr liebe Frau. Vanessa ist komplett verrückt. Die ist wirklich geisteskrank. Mhm. Die ist auf so einem Level wie du. Die ist wirklich durch halt. Weißt du, was okay, ich meine? Cool. Ja, ja. Vanessa, mit ihr würde ich, glaube ich, dann an der Stelle mal Kaffee trinken, Kuchen, Gang, Beats spielen. Also du weißt, einfach mal da richtig reinhämmern. So, hör mal. Wer da hämmert, mäßig. Ja, mit Vanessa würde ich halt schlafen. Okay. Kelly würde ich heiraten. Kelly ist sowieso tatsächlich meine persönliche Traumfrau. Mhm. Kelly würde ich heiraten. Okay. Generell, das haben wir auch schon geplant. Sie weiß es nicht. Ach so, okay. Ich glaube, du stehst nicht auf Blondinen. Nee, tue ich auch nicht. Okay. Aber ich würde Kelly einfach glatt lassen. Nee, Kelly würde ich heiraten. Kelly ist eine sehr liebe tatsächlich. Ich glaube aber, Kelly hat keinerlei Hausfrauen-Skills. Sie kann nicht kochen, kann nicht putzen. Aber Kelly ist halt eine Liebe. Ja, und Kilian, es tut mir leid, Tanzi, auch wenn ich echt gerne mit dir schlafen würde, weil du hast natürlich zwei schlagende Argumente und auch wirklich, Digga, du bist einfach ein Charakter, weißt du, was ich meine? Mhm. Ich finde Tanzi wirklich sehr nett, ich mag ihn echt gerne. Muss ich an der Stelle sagen, habe ich nur eine Kugel für ihn übrig. Also, wir reden hier nicht von Eiscreme, ne? Wie würdest du dann so ein Tanzverbot umbringen? Ich würde ihn vergiften. Das ist sehr human eigentlich. Aber weiß die Person das? Nee. Dann ist es ja Mord aus Heimtücke. Okay, okay, können krass, wir wechseln, okay, bitte. Alles klar, okay, nein. Krass. Hier haben wir einmal die liebe Joyce. Joyce Ilk, Mrs. Bella ist es, glaube ich, ist Mrs. Bella und Simon Unge, Alter. Da würde ich jetzt an der Stelle mal ganz kurz anfangen. Okay. Simon Unge, bevor ich mit dem schlafe und ich will dein Leben retten, weil Simon Unge ist wirklich eine Person, die mich aufgebaut hat, die immer für mich da gewesen ist und die ich abgrundtief hasse, würde ich ihn trotzdem heiraten, meinen Rest des Lebens mit ihm verbringen, weil Simon Unge hat A, eine Menge Geld. Das war's. Simon Unge hat eine Menge Geld und ich muss ja nicht mit ihm schlafen. Schlafen würde ich dann an der Stelle mit Mrs. Bella, nur damit Inscope sauer wird. Ja, und Joyce würde ich an der Stelle einfach umbringen. Eine ganz einfache Erklärung. Guck mal, Simon, würdest du mit ihm schlafen? Schon süß, oder? Du fandst ihn letztes Mal, wo du bewertet hast? Ja. Ja. Das Ding ist, du hast immer so gute Sachen über ihn erzählt, deswegen ich glaube auch, dass ich ihn heiraten würde. Der ist bipolar gestört, der Mann. Der ist verrückt. Hilfe! Aber ist. Aber ich stehe auf verrückte Menschen.
Menschen. Ja, perfekt. Ich hätte Glück gehabt. Okay, Simon, heiratest du? Und mit Bella würde ich auch schlafen und die andere kenne ich leider nicht. Die andere kennst du nicht. Ja, die ist auch egal. Die wird zu überfahren, glaube ich, ne? So mit Anlauf. Oder? Mit so einem Lime-Scooter mit 20 km/h. Nee, ich würde... Oh, boah, okay, das ist echt übertrieben. Oh mein Gott, damn, können wir da raus? Nein, das, ziemlich, nee, das bleibt damit genau so drin. Das ist wirklich krass, ne? Das lässt gerade richtig tief blicken. Ey, das ist richtig, oh mein Gott, du bist so verrückt. Ja, wir haben es jetzt mal gepiepst, wie sie es vorhat, aber das ist... Wir haben hier einmal die süße Dagi Bee. Oh, das ist ein schönes Bild. Julia Beautix. Und oh mein Gott, den hübschesten jungen Mann der Welt. Ich denk, was hast du denn da? Das ist eine Gurke. Das ist bei Simon Stream, ich habe mir eine Gurke ins Ohr gesteckt. Erstens, wieso hattest du eine Gurke dabei? Und zweitens... Ich habe immer eine Gurke in meiner Tasche. Jetzt gerade nicht, aber sonst habe ich immer eine Gewürzgurke. Aber wieso hast du das gemacht? Ja, wenn es mal irgendwie so... Es gibt so spannende Momente, dann braucht man einfach mal eine Gewürzgurke. Weißt du? Na, weiß ich Bescheid. Das nächste Mal ja. Kriegst du auch eine von mir. Also eine Gewürzgurke. Okay, also das Ding ist, ich würde mich selber... Wenn ich es könnte, würde ich es machen. Bin ich ehrlich, ich würde aus mir selber... Aus welchem Grund denn? Hä? Einfach nur, um, wenn ich morgens aufstehe, ins Spiegel zu schauen und zu sagen, dich habe ich... Ich habe es gefickt. Ja. Ich würde auf jeden Fall, erstmal muss ich mich da nicht umbringen, ich muss mich nicht heiraten, weil ich bin unerträglich, aber ich würde mit mir selber schlafen. Dann würde ich, das ist jetzt wirklich schwierig, eine von den beiden töten. Ich mag beide sehr, aber Dagi kenne ich ein bisschen besser. Das Ding ist aber, wenn ich sie jetzt heiraten würde, würde Eugen, ihr jetziger Ehemann, nicht töten. Das heißt, es ist jetzt schwierig, wenn ich sie aber umbringe, tötet er mich auch. Vielleicht hätte ich mit ihr nur schlafen sollen, aber dann hätte er mich auch getötet. Was ist, wenn ich mich heirate und alle beiden einfach umbringe? Das macht ist die das beste besser? Lösung. Boah, das ist wirklich schwierig. Nein, ich mach's besser. Ich bring mich einfach selber um. Mhm. Zuerst, ich bring mich selber um. Nee, warte, ich heirate Dagi Bee, dann schlafe ich mit Julia und bring mich dann selber um. Ja, also weil Eugen wird mich ja eh töten. Perfekt, geklärt. Okay, jetzt bist du dran. Ich würde dich heiraten. Oh, damn. Würdest du aber mit mir schlafen du, auch? Nee. Also wir würden niemals Sex haben, aber ich heirate dich. Genau. Ja, genau. Ich weiß es nicht. Dann will ich Dagi umbringen. Oh, ja. Okay. Ich habe ehrlich gesagt nie irgendwelche Videos von ihr gesehen, aber von Julia habe ich öfters Videos angeschaut und ich finde sie mega witzig. Ihr seid doch gleich groß. Nee, würde einfach gut passen, sage ich mal so, wie es ist. Nummer 5, wir haben hier einmal ein unglaublich kleines Bild von Paola Marie. Tobi, was soll das? Hätte sie sich einfach so klein machen können. Dann ein unglaublich riesiges Bild von Shirin David, was sehr unvorteilhaft geschossen ist. Und ein Bild von Jan Gewitter im Kopf. Okay, ich sage jetzt Folgendes. Also. Kann ich anfangen, bitte? Okay, yeah. Ich würde sie ist das überhaupt, warte, ist das Paola? Ja, ist sie, Paola. Aber sie hat echt bessere Bilder. Mhm. Also, auch größere wahrscheinlich. Ja. Sie hat auch sehr große Argumente. Also, verstehe ich nicht. Nee, okay. Okay, also ich würde sie auf jeden Fall heiraten. Mhm. Ich finde sie so sympathisch und mega, mega hübsch. Ja. Sie würde perfekt zu mir passen. Mhm. Mit ihr würde ich schlafen. Mhm. Aber ist jetzt gemeiner. Ich will jetzt Jan eigentlich nicht umbringen. Doch. Nee, so. Das ist gemein. Das Ding da, ist... Da sterbe ich, weil Tim bringt mich um. Wenn ich jetzt ihn umbringe... Ja. Weil das seine Einnahmequelle ist. Mhm. Und dann wird Tim nämlich sauer. Dann war's das für ja, mich. Ja, das stimmt. Tim ist wahnsinnig dann. Ja, das stimmt. Das stimmt. Du musst dich jetzt entscheiden. Ja. Aber wenn du Shirin umbringst, sie kennt viele Deutschrapper. Auch gefährlich. Sag ich mal so, wie es ist, ne? Ja, sie kennt Haftbefehl. Vielleicht will Haftbefehl dich dann umbringen. Nee, also ich werde Shirin umbringen. Das ist mir okay. Okay, also ich heirate auf jeden Fall auch Paola. Ja. Ich mag halt Jan auch echt gerne, aber ich finde halt Gisela sauscheiße. Und wenn ich die Möglichkeit hätte, Gisela zu beseitigen und Jan halt, ja, bringe ich halt Jan um und schlafe mit Shirin. Es ist halt so, ne? Ja, es ist so. Halt so. Das Ding ist, Paola ist halt in einer echt glücklichen Ehe. Das würde ich dann an der Stelle kaputt machen. Sascha, es tut mir wahnsinnig leid. Aber das ist ja alles nur fiktiv. Das passiert ja so nicht, ne? Das wird ja niemals so. Ja. Wer ist das? Das ist, oh mein Gott, das ist Rebecca Wing. Ganz schlimm. Rebecca Wing, Montana Black und Regina Hicks. Okay, ich fange jetzt an. Ich heirate Regina Hicks, weil das ist eine super, super Liebe. Die ist komplett verrückt, aber ich würde niemals mit der schlafen, weil die ist verrückt, weißt du? Doch, wird schon. Aber ich heirate die, wird die eher heiraten. Ich wollte gerade schon fragen, bist du dir sicher? Ja, die ist schon. Dann, oh mein Gott, beste Kombo. Ich heirate Regina Hicks. Montana Black, während Regina Hicks dabei zuguckt und Monte wird richtig ausrasten, weil Monte steht nämlich übertrieben auf Regina und bring einfach die um, weil die ist mir, also die kennen die nicht. Also die macht auch wirklich vom Content her ist nichts. So. Ich kenne die auch nicht. Also okay. Ich kenne die nicht und ich sag dir jetzt kurz und knapp, ich würde genau das gleiche machen. Echt jetzt? Ja. Würdest du gerne mit Monte so? Also? Ja, ich meine, wenn es hart auf hart kommt. Wenn es hart auf hart kommt. Ja. Er hat ja auch eine Rolex und ein Lamborghini und ein eigenes Augen. Haus. Er hat echt schöne Augen. Er hat schöne Augen und ich glaube, er hat auch so ein Muttermal auf seinem Schwanz.
Oh, cool. Ja. Und ich glaube, auf seinem Genital ist auch die Postleitzahl von Buxtehude. Aber eine Frage, woher weißt du das? Wir kennen. Nächste Runde, Leute. Wir machen weiter mit Runde Nummer 7. Jetzt wird es ganz, ganz heiß. Und zwar haben wir hier. Wer ist das? Was ist das? Hä? Ich weiß nicht, wer das ist. Ist das. Mom, ich muss Tobi kurz anrufen. Wer ist das? Ist ein seltsames. Ist egal. Es ist, glaube ich, Diana zu Löwen. Dann haben wir hier Concrafter und Sonny Loops. Die Bilder sehen alle so. Die sehen alle so anders aus, ne? Ja. Okay, wenn ich die Möglichkeit hätte, Luca umzubringen. Yes. aber, da ich mit Diana wirklich nicht viel Kontakt habe, würde ich sagen, ich sag mal so, wenn jetzt ihr Boot untergeht, auf dem sie schwimmt, dann ist das so, ne? Ich sag's so, wie es ist. Sorry an der Stelle. So, jetzt die Frage, lebe ich mein Leben in der Hölle, indem ich Luca heirate? Oder lebe ich mein Leben in der Hölle, weil ich mit Luca geschlafen habe? Das ist jetzt die Frage. Einfach nur, damit ich tatsächlich Marcel das Leben zerstören kann, schlafe ich mit Sonny Loops und heirate Concrafter. Let's go, der Hase. So ein Ding ist das. Ergibt's dann, ja. Ja, einfach nur damit Marcel Scorpion traurig ist, weißt du? Ich würde sie umbringen, weil ich sie halt überhaupt nicht kenne. Klar. Könnte man eigentlich angezeigt werden. Natürlich, klar. Deshalb drehe ich das hier. Ich sammle nur Beweise gegen dich. Damit ich so eine einstweilige Verfügung erwirken kann. Die lässt mich nicht in Ruhe. Und du heiratest Luca? Ich bin weg. Sie heiratet Luca und schläft mit Sonny Loops. Safe. Perfekt. Leute, dann haben wir wieder ein arschdummes Video gedreht. Ich hab's gerade angefasst. Nicht, dass es jetzt irgendwie was heißt, ne? Ja, okay. Entspann dich bitte. Da knistert's! Leute, das war's wieder von einem arschdummen Video mit extrem wenig Unterhaltungswert. Wenn ihr auf jeden Fall weitere Videos mit wenig Unterhaltungswert schauen wollt, schaut definitiv bei der Dame auf dem Kanal vorbei. Da gibt's nämlich auch Videos zu sehen mit extrem wenig Unterhaltungswert. Das war's an der Stelle. Wir sind beide doppelt und dreifach raus und wünschen euch noch einen absolut beschissenen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Vielleicht streamen wir heute Abend zusammen. Tschüss.